Mashup Time! Ja! Das waren Mashups, Mann. Ich liebe Mashups. Herzlich willkommen bei Futorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch. Und ich bin der Gimbal und supporte immer noch Futorial. Wir sind beim Track Rating. Heute gibt es so ein bisschen ein schwarzer Rand im Bild. So. Da kommt er wieder rein. Ach, der ist doch süß. Okay, der hallo süßer ganz, schwarzer Rand. Der ist doch ganz cool. Heute im Track Rating ein Track, der heißt Boris Brecher. Schwierige Namen, wie so mit oft. Purple Noise. So ist es. Geschickt hat ihn der Soßenbinder. Und der Track ist also nicht von ihm selbst, sondern er wollte, dass dieser Track mal von der Community bewertet wird und auch von uns. Die Highlights sind so ein bisschen so ein bisschen shaky, weil so ein bisschen versetzt. Ja, so, ne? Immer so ein bisschen zu spät. Ja. Diese Bassline-Kombi, die gab es auch schon einige Male. Ist das nicht sogar Robert Miles? Children? Kann sein. Ja klar, ja, das ist, ja. Ich glaube, es ist Robert Miles Children, diese Abwärtsfolge vom Bass. Mashup Time! Ja! Yeah! Das waren Mashups, Mann. Ich liebe Mashups. Jetzt habe ich die ganze Zeit Robert Miles so irgendwie im Gedanken. Schon so, dass drin. Das noch kommt. Oder? Es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ähnlich verträumt. Mhm. Also. Ich glaube, doch, wenn man dem Track Zeit gibt, so, da kann ist man sich auf jeden schon Fall gut in einem Progressive-Set oder wenn man irgendwo am Früh spielt, irgendwo, ne? So Aufwärmphase. Oder mal gar nicht auf den Floor gedacht, so beim Autofahren, Autobahn. Find ich ganz geil. Stimmt, ja, auf jeden Fall. Mal so die Gedanken. Oder auch so, wenn man am PC gerade eigentlich was anderes macht, der einen so unterschwellig abholt. Ja, der labert einen ja nicht voll. Ja, genau. Er sagt ja nicht die ganze Zeit, Purple Noise. Okay, man sieht es. Eine sonderbare Frequenzverteilung. Also hier, was sehr stark auffällt, ab 16 kHz ist irgendwie alles weg. Jetzt ist ganz wenig kommt da unten ab und zu mal hinten irgendwie. Ja, hoch, aber das ist glaube ich, irgendein Fehlerfragment. So. Also so eine starke Abtrennung habe ich selten gesehen. Also da ist wirklich, das ist ein Digitalfilter, der sozusagen wirklich ab 16 kHz alles wegcuttet. Die Frage ist jetzt, wie ist das entstanden? Mhm. Wurde das so produziert oder ist die Quelle der MP3 sozusagen schuld daran? Also ich weiß jetzt nicht, wo der. Genau, es ist ja keine Originaleinsendung vom Artist. Eben, jetzt, das ne? wissen wir genau. jetzt nicht, woher die MP3 stammt, aber das ist schon merkwürdig. Würde ich so nicht machen. Also ich sehe da auch keinen Vorteil, dass bei 16 kHz. Also manche sagen ja, irgendwann alles abschneiden, aber ich wüsste nicht, was das für einen Vorteil bringt. Mit welcher Begründung denn, dass das menschliche Ohr das sowieso nicht mehr differenzieren kann? Ja, sowieso kann nicht hört und dann, dass kann, das Ganze im Prinzip Band begrenzt, dass, wie genau wie unten, dass du sagst, alles, was unterhalb von dem ist und alles, was überhalb von dem ist, wegschneiden, weil wir es nicht brauchen. Aber gerade oben weiß nicht. Also, das ist ja schon eine sehr starke Trennung und davon gehen jetzt auch Lautsprecher eigentlich nicht
nehmen da keinen Schaden von, okay. Also sehe ich da keinen Vorteil. Ansonsten so von der Bassverteilung her ist alles in Ordnung, alles unterhalb von 200 Hertz. Das heißt, im Bassbereich, der ist immer gleich druckvoll, egal ob Mono oder Stereo. Auch Kick kommt gut durch. Also, ich meine, der Track sieht im ersten Moment schon was gequetscht aus, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Weil eigentlich ist es nur die brutale Kickdrum und dazwischen die Bassline hat auch so Platz zum Atmen. Also es ist nicht an die Wand gefahren. Es ist einfach nur eine sehr, sehr massive Kickdrum, wie wir es auch hier hören. Ansonsten, was mich auch gewundert hat hier am Anfang, wenn wir uns nochmal die Kickdrum anhören. Die ist ja ganz klar verzerrt. Da entstehen Obertöne in der Kickdrum. Ich mag sie nicht. Ich finde, das klingt nicht so cool. Das klingt nämlich so unangenehm verzerrt. Also so ein bisschen wie Lautsprecher, ein bisschen kaputt. Also nur die Kick. So, also muss man, ist vielleicht Geschmackssache, ich weiß halt auch nicht. Das Gute ist, dass sie ja wirklich nachher im Gesamtkontext überhaupt nicht mehr, da fällt das dann zum Glück nicht mehr auf. Aber die Obertöne werden komplett überdeckt, ja. Das fällt da nicht mehr auf. Wie gesagt, das Intro finde ich dann immer, also spätestens ab hier, ne, wenn die Bassline dazu kommt. Und Hi-Hat, die macht dann, ja auch oben wieder fürs Ohr. Dann ja. Merkst du es nicht mehr. Genau. Kann man jetzt gerade sozusagen sagen, ist im Sinne, dass es vielleicht doch ein mixbarer Club-Dancefloor-Track ist, ist es vernachlässigbar, genau. Da das eh überblendet, übermixt wird, diese Stelle am Anfang. Ja. Ja. Es wäre für mich persönlich, wenn ich davon ausgehe, dass es die Originalproduktion, das ist nicht durch eine irgendwelche Konvertierung entstanden, dann wäre das für mich sozusagen ein kleiner Abzug in der B-Note im Sinne von Sounddesign. Benutzt doch das nächste Mal eine Cincinnati-Kick sozusagen. Richtig. Boris, was machst du denn da? Ja, fällt sonst noch irgendwas auf, dieses Robert Miles Ding? Hinten raus die Waveform. Ach ja, stimmt. Ja, hier sehen wir auch, ihr seht, das driftet so ein bisschen nach oben. Meistens ein Indikator dafür, dass wir einen gewissen Gleichanteil haben. Muss aber nicht heißen, kann sein, muss aber nicht. Also immer der Ausschlag hier, ganz fieser Ausschlag, guck mal hier. Der Ausschlag hier limitiert sich nach oben hin, aber nicht nach unten. Das sieht dann schon, kann sein, dass, ist hier ein Filter am Start? Wird dünner. Das ist ein Highpass-Filter. Ah, okay. Daher kann das kommen, dass so ein Filter da irgendwie nicht ganz sauber arbeitet. Sollen wir mal zur Bewertung kommen? Ja, mach mal. Genau. Also, steht eigentlich von wann der Track ist? Ich hätte jetzt geraten. Vielleicht den Upload-Datum bei Soundcloud gucken, aber ansonsten. Ich guck mal, was bei YouTube steht. Oder, ach, da gibt's den auch noch. Na gut, der ist. Ach, der hat ja. Der steht 2014, aber die Frage ist. Der hat gar nicht so schlecht geklickt. Huch, ja, was ist denn da passiert? Ja, der ist auch. Zwei Jahre. Ich hätte ihn jetzt viel älter. Also, ich weiß es nicht. Witzig, dass du gar nicht drauf geguckt hast. Guck nochmal. 2014 habe ich geguckt. Nee, die Aufrufzahl. Ach so, oh. Ja, siehst du? Hallöchen, Popöchen. Hier im Minimal and Techno mit 100.000 Abonnenten. Also, der kommt für mich recht alt vom Sound. Mhm. Ich hätte jetzt echt gedacht, so, das Ding hätte auch 2000 produziert sein können. Also, wenn der echt 2014 ist, dann. Dann bin ich noch enttäuschter vom Sounddesign. Sonst hätte ich so sagen können, ja, so Vintage-Faktor, weißt du? Ja. Aber egal, wollen wir mal bewerten. Sag du doch mal zuerst und ich sag danach. Und wir treffen uns in der Mitte. Ich bin aktuell nicht mehr ganz so in diesem Genre. Find das Melodische aber durchaus sehr, sehr schön. Mhm. Und rein vom Do You Like It wäre ich da sogar bei einer 8. Okay, mit einer 8 kann ich leben. Weil ich find den gut. Mit der Melodie und allem. Der scheint auch gut auf- und abgebaut zu sein. Jetzt, ich hatte ja, als wir dieses Track-Rating, als wir das ins Leben gerufen haben, da haben wir auch mal drüber diskutiert, dieser Punkt Innovation. Der ist natürlich grundsätzlich schwierig. Immer. Ne? Weil Innovation,
immer irgendwo auch an der Zeit gemessen werden muss. Und was mit was vergleichst du sozusagen? Der erste Big Room EDM Track war unfassbar innovativ. Der 2000ste Big Room EDM Track ist natürlich nicht mehr innovativ. Ja. Das ist halt schwierig. Jetzt ist es so, der Track, wenn ich wüsste, der wäre 2000 rausgekommen, hätte ich gesagt. Geben wir immer ein paar Punkte, ne? Ja, also aber bei, so muss ich sagen, also wenn der jetzt wirklich 2014 rausgekommen ist, so richtig innovativ finde ich es dann nicht. Also so. Ich würde auch sagen, entweder lass man auf der durchschnittlichen 5 oder wenn du. Ich würde eher mal runtergehen. Dann auf eine 4. Ich habe schon viele solcher Tracks. Ja, ja. So, jetzt kommt dein Spezialgebiet. Ja, Sounddesign, wie gesagt, also diese Kickdrum, also der Rest stimmt so halbwegs, aber es ist auch nichts, was mich so völlig begeistert. Mhm. Also mehr als 6 würde ich dagegen geben. Eine solide 6, ja. Und Mixdown Mastering, also Bassbereich top, Lautheit völlig in Ordnung. Ja. Ein bisschen Optimierungs, bisschen, eventuell ja. mit dem Frequenzabschnitt, der hatte dich ja ein bisschen irritiert. Genau, da ist und dieser Filter hinten. Der schien nicht ganz sauber ich zu sein. Ich schwanke so ein bisschen. Ja, machen wir im 8. Hat er schon okay. Gut gemacht, oder? Okay. Ja. Senden wir das mal. Kommt sehr gut an. Ach, guck mal hier. Das finde ich immer interessant, wenn ich genau in der Tendenz liege. Ja, was die Community gesagt hat. Dann ist für mich immer so ganz interessant, dass dann doch hier die viele... auf denselben Schluss kommen. Das finde ich schon interessant. Ja. Also es ist nicht irgendwas völlig stark Abweichendes. Ja, da vibriert mein Handy. Wird Zeit, Track-Rating zu beenden. Oh, ist schon wieder ganz lang geworden. Um sich zu verabschieden. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und auf Wiedersehen.